Es spricht jetzt der Anführer der ersten Gruppe der Friedensflotte zu uns. Sei gegrüßt mit dem Segen des Lichtes. Meine Freunde, mein Name ist Eraon. Wir sind die Andromedaner und wir kommen in Liebe und Licht zu euch. Wir sind hier, um euch in diesen schwierigen Zeiten beizustehen. Ihr seid nicht alleine. Wir sind immer bei euch. Wir sehen, dass ihr gerade durch schwierige Prozesse in der Übergangszeit geht. Wir sehen aber auch, dass ihr in der Lage seid, diese Zeit zu meistern. Und wir möchten gerne, dass du dies fühlen kannst, denn so können wir besser für euch wirken. So öffne nun bitte dein Herzchakra und lass die Liebe der Andromedaner herein. Wenn du das tust, wirst du unsere Gegenwart um dich herum spüren, die dich mit Licht und Wärme erfüllt. Entspanne dich einfach in dieses Gefühl hinein und lass es dich trösten und tragen. Erlaube dir, unsere Nähe zu fühlen, denn wir sind da. Wir kennen das Universum und wir kennen deine Aufgabe, die Erde in die höheren Dimensionen hinauf zu begleiten. Ihr habt einen langen Weg hinter euch und viele von euch sind schon bereit, aufzusteigen. Zurzeit gibt es bei euch in der Erdumlaufbahn ca. 144.000 Wesen des Lichtes, die gekommen sind, um auf diese Weise euch zu dienen. Wir wissen, wie schwierig deine Aufgabe ist. Aber sie ist nicht ohne Hoffnung. Die Andromedaner sind hier, um dir zu helfen, und sie werden dich bei jedem Schritt begleiten. Du bist nicht alleine. Wir sind ein Teil der großen galaktischen Konföderation und wurden extra geschult für diese Aufgabe. Wir kommen von vielen verschiedenen Orten im Universum und wir sind alle gekommen, um zu dienen. Wir sind gemeinsam in unserem Ziel vereint. Und gemeinsam mit dir werden wir es erreichen. Wir waren dabei, als die sieben kosmischen Schwestern ausgewählt wurden, und wir haben die Schulungen gemeinsam vollzogen. Und so ist die Plejadenschule entstanden, welche wir euch zur Verfügung stellen, um euch zu dienen. Bitte erlaube dir, die Liebe und Unterstützung der Andromedaner zu spüren und wisse, dass wir immer bei dir sind und bereit sind, dir zu helfen, wo wir nur können. Vertraue
auf deine innere Führung und wisse, dass alles gut werden wird. Deine größte Kraft liegt in deinem Herzen und in deiner Seele. Vertraue auf deine Gedankenkraft und du wirst manifestieren, was du brauchst. Wir, die Andromedaner, sind hier, um dir bei diesem Prozess zu helfen. Entspanne dich einfach und lasse los. Den Rest erledigen sie für dich. Sie sind großartige Wesen, welche deine Manifestationskraft um ein Vielfaches verstärken werden. Vertraue auf uns, denn wir sind für dich da. Und so verabschieden wir uns von dir mit dem Gruß des Lichtsegens und bleiben dennoch in deiner Nähe. Ja, ich hoffe, du bist wieder hier, ihr seid wieder alle da. Und ich hoffe, ihr konntet diese Energie ganz tief in eurem Herzen aufnehmen. Denn diese Schwingung von Andromeda ist etwas ganz Besonderes, ihr Lieben. Und die Andromedaner haben ja gesagt im Channeling, dass sie tatsächlich immer schon bei uns waren und dass sie tatsächlich uns energetisch sehr gut unterstützen. Und so wünsche ich euch mit diesem Channeling, mit dieser Botschaft eine besonders schöne Zeit. Genießt die Energien und befolgt, wenn es euch möglich ist, diese guten vielen Ratschläge, die wir heute bekommen haben. Denn all dies kann eine Veränderung für die ganze Menschheit bedeuten. Und wenn dir die Botschaft gefallen hat und du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Klick einfach hier auf die Kugel und aktiviere die Glocke und ich danke dir sehr dafür. Alles, alles Liebe.